Frau Margit Stromberger für ihre gute Arbeit, die sie gemeinsam mit Frau Matlochen leistet. Gut, wir sind beim Tagesordnungspunkt 6, Marketing in Bock, Kassenkredit 2015. Ich darf von unseren Amtsleiter bitten, dass er das kurz erläutert. Ja, wie gesagt, es geht um den Kassenkredit 2015. Die Gemeinden werden vom Land Steiermark und der Steiermarkischen Landesregierung aufgefordert, jährlich die Kassenkreditkonditionen zu überprüfen. Zu diesem Zweck wurden auch zusätzlich noch 4 Banken eingeladen. Das Kassenkreditvolumen beträgt 1.279.500. Zeitraum für den Kassenkredit 2015 ist der 1.4.2015 bis zum 31.03.2016. Ausgangsbasis war der 3-Monats-Euribor vom 15.11.2014, der mit 0,81% damals vorlag. Da kann man die 4 kritischen Institute schauen. Die Raiffeisenbank Kribuch Steins hat einen Aufschlag im 3-Monats-Euribor von 1,3% mit einem momentanen Zinssatz von 1,83% ergeben. Dann die Volksbank hat zuerst angeboten, das ist auch die Hausbank, 1,2%. Hat dann im Zuge der Nachverhandlung gesenkt auf 1,1% mit einem momentanen Zinssatz dann von 1,181. Barat CSK mit 0,75%, Steiermärkische Bank Limburg mit 1% Aufschlag von Euribor. Sondern auch noch 3 Banken einen Fixzinssatz angeboten, die Barat CSK hat in diesem Bereich nichts angeboten. Und im Hartbereich, im Hartbereich, das Festgebot die Volksbank Teilen aus Mitte mit einem nur 52% vorgelegt. Damals hat sich das Volumen erhöht. Das ist immer ein Sechstel der öffentlichen Einnahmen des Haushalts, also das ist davon abgeschränkt. Was war das im Gegensatz von vorher? Was Eins an eins ist ein bisschen größer auf jeden Fall. Ja. Es muss sich also erhöhen. Es muss automatisch erhöhen. Also, das ist keine ausgedachte Zahl, sondern die ist vom Gesetz vorgegeben. Horizontal abgerechnet. Genau. Steht in der Gemeindeordnung drin und das muss man nicht. Gut, gibt es Fragen dazu? Der Antrag der Gemeinderat möge die Vergabe des Kassenkredits, Kassenkreditvolumen 1.279.500 für den Zeitraum 1.4.2015 bis 31.03.2016 an die Volksbank Gebock gemäß des vorliegenden Angebots beschließen. Stimmen, Haltung? Theater? Da, ich bin ein Soldat. Soll ich lauter lesen? Ja. Ich gut, danke. Im nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnung, Hochwasserschutz, dann Lieberbach, Lusenbach, inklusive Grund ablösen. Da darf ich kurz unseren Bauungsleiter bitten, dass er kurz erläutert. Wie das Ganze sich zusammensetzt. Und wegen der Darlehensaufnahme. Da geht es um die 4 Millionen Euro, ich habe es ja schon angesprochen. Es wären für 2015 wären 4,2 Millionen Euro veranschlagt und 257.000 sind in etwa die Ablösen, die zu bezahlen sind. Und da aus dem setzt sich das Ganze zusammen. Kannst du vielleicht etwas dazu sagen, was damit auch die 257.000 ist der Teil, was die Gemeinde Liebach direkt betrifft, das sind diese Mehrkosten, also die Überzahlungen von den Grundstücken höher dotiert haben. Und die Gesamtkosten, die 4,2 Millionen, die dort zusammengeführt sind, resultieren aus dem heraus, was eben von der Landesregierung aus über den bisherigen Kosten bei Ölkaltebeckenbauten investiert wird. Das heißt, die machen nicht nur die Gesamtkosten, was jetzt der Planer schätzt, der jetzt zusammenstellt aus der Planung über die zu erwartenden Baukosten, die Ablösekosten, sondern die nehmen dann einen Sicherheitsposten mit rein, eben auf das resultiert, wo sozusagen bisherige Rückhaltebecken in derselben Größenordnung auf Kubikmeter gerechnet, zum Beispiel beim Wohnhaus, ein Quadratmeter,
Profit gerechnet wird. Und da ergibt er diesen Preis für die knapp 4 Millionen Euro, die aber noch nichts mit dem zu tun haben, was gerade dazu die Kosten sind. Dazu im Kosten wird dann in der Form zu erwarten sein, wenn wir um die Angebotskosten im Zuge der Ausschreibung und wenn das jetzt im Vorjahr von Schaden gehen sollte, wenn es soweit ist, dann ist eher damit zu rechnen, dass diese Kosten auch beim jetzigen Stand der Baukosten eher wesentlich geringer anzusetzen sein wird. Macht auch die Landesregierung etwas, ich sage, sie gehen von den Kubikmeterpreisen aus, die einmal Becken im Durchschnitt in den letzten 10 Jahren gekostet hat, Steiermark oder Österreich weiter, und dann gibt es eben diese 4,2 Millionen bzw. 4 Millionen, die jetzt momentan zum Baumstock sind. Gut, gibt es dazu Fragen? Ja. Das heißt, dieser Sicherheitspolster wird uns vom Land vorgeschrieben? Nein, nicht vorgeschrieben. Das Land geht von dem aus, dass ich sage, pass auf, ihr müsst mit diesen Kosten rechnen. Das heißt, das Angebotsergebnis, wenn es jetzt höher ausfällt, dass sozusagen den durchschnittlichen Angebotspreisen entsprechen wird, wird man vielleicht dorthin kommen, aber nach dem jetzigen Stand, wie die Angebots zu erwarten sind, werden wir wahrscheinlich unter dem Posten einiges runterkommen. Aber das ist das dazu Ergebnis, sehen wir dann mit der Antwort zu eröffnen, wenn das soweit ist. Und nur noch im jetzigen Stand ist vollkommen wurscht. Das Land uns das vor, nur Verständnis halber jetzt, auch wenn wir das vorher gerade mit der Volksschule diskutiert haben. Wenn da jetzt etwas überbleibt, so wie da bei der Volksschule jetzt gerade diese 240.000, die führen wir jetzt nächste Jahr, und damit ist aber dann alles, wo jetzt sage ich, wer auch immer abwiegt, was zur Volksschule gehört, machbar mit dem Geld. Das heißt, auch im Fall des Hochwasserschutzes, wenn wir da jetzt eine höhere Summe aufnehmen und den Hochwasserschutz dann errichten, was passiert mit dem Geld, das da wieder Moment. Das ist was anderes, das sind zwei verschiedene Volksschulen. Man muss schon differenzieren, bei der Volksschule ist so, wir haben bei der Landesregierung durch die Referenten zugestimmt bekommen, dass mehr Leistungen, zum Beispiel die jetzt nicht in der Ausschreibung waren oder die grundsätzlich nicht vorgesehen waren, die Platzgestaltung, haben sie gesagt, die ist in Ordnung, sie anerkennen das als förderbare Kosten und die kann es mit reinnehmen. Normalerweise wäre es jetzt abgerechnet. Das heißt, es würde jetzt sozusagen die Volksschule mit dem Turnsaalumbau und dem Titel Turnsaalumbau ist jetzt mehr oder weniger wäre abgeschlossen und das bleibt jetzt ein Geld übrig und wäre Schlussstrich. Beim Rückkehrgebecken kann ich nicht von dem jetzt ausgehen, dass jetzt Zusatzleistungen in dem Umfeld möglich wären, sondern wenn beim Rückkehrgebecken das abgeschlossen ist und angenommen, das kostet jetzt 300 Millionen, dann ist mit 300 Millionen abgeredet. Ich kann nicht ein zweites Becken dazu machen. Das heißt, der Rest von dem Darlehen wird sofort zurückgegeben. Das heißt, was uns da überbleibt, das wird sofort der Kreditrückzahlung zugeführt. Und nicht an einer, weiß ich nicht, Begrünungsanlage, weil dahinter halt ein Park oder ein Radweg über den, jetzt selbst wenn es ein Radweg wäre, über den Hochwasserdamm, selbst der könnte nicht einfach gebaut werden. Weil im Endeffekt, so wie bei der Volksschule, nur was ich hinaus möchte, ist es ja so, der Gemeinderat muss nicht mehr damit befasst werden, ob jetzt die Platzgestaltung dort passiert mit dem Geld, das in der Volksschule übergeblieben ist oder nicht. Und das Gleiche, und das ist ein bisschen eine höhere Summe da drauf, wenn wir sagen, von 3,5 auf 4,4 sind 900.000 Euro, das nicht was einfach ein Preis. Ja, ich habe das jetzt als nein, nur als Hausnummer, aber was passiert dann mit diesen 900.000? Das ist, wenn ja, angenommen. Steht das im Protokoll, dass das wieder fix rückgeführt wird? Das ist das Einzige, was ich will. Danke. Gut, wie der Fall war, Noch im technischen Teil vom Ingenieur kommen wir jetzt zum Finanziellen, so wie wir das dann ausgeschrieben haben. Der Darlehensbetrag beträgt 4.447.000 Euro, Laufzeit von 20 Jahren, ich würde sagen, Basis ist der 3-Monats-Report, vierteljährig exekutiert kalendermäßig 360. Die Darlehenszuteilung soll am 1.7.2015 erfolgen, die Lieferungsgebühr am 1.7.2016. Jetzt unter Sonstiges, da sieht man jetzt diese Fragen ganz gut, haben wir hineingenommen, der Abruf des Darlehens soll nach Baufortschritt erfolgen, das heißt, bevor bauen, das hätten das. Das gut gemacht von diesen Darlehen, da haben wir schon wieder gelernt aus der Vergangenheit, da haben wir das hineingeschrieben. Ja.
Angebote der Aufstellung muss für die Gesamtlaufzeit des Darlehens garantiert werden, das haben wir auch drinnen, das ist nochmal bestätigt worden. Und eine vorzeitige Darlehenstilgung ist völlig kosten- und spesenfrei vorzusehen. Deshalb müssen garantiert werden, dass wir da in diese Liste hinein was kommen können. Und wie man das sieht, haben wir wieder den Stichtag für den Europlan von 1814, einen Aufschlag von damals 0,89, was jetzt ist. Jetzt, wie man das sieht in der Tabelle, sind vier Banken wieder eingeladen, die Tabak, BFK, Volksbank, Steiermärkische Sparkasse, Lieber von Reika, Liebhoch, Steins, Festbieter, war die BAWAG, DSK mit einem Aufschlag zum Europlan von 0,83% hat der momentanen Zinssatz dann von 0,911%. Würde zum jetzigen Zeitpunkt eine gesamte Leistungszahl ergeben von 4.906.692,07. Hängt da immer vom Euro ab oder wie viel das abgerufen wird. Das ist jetzt nur die Vergleichbarkeit momentan, dass man das herausfiltern kann. Die Raiffeisenkasse Übersteins hat ein Fixzinsangebot gegeben, war die einzige. Das ist mit einem Unterschied mit 16 Millionen, also das war komplett ausgeglichen und Bestbieter in dieser Sache für das Hochwasserbecken war die Tabak GSK. Ja. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Eine kurze Frage noch. Bitte. Und zwar die Gesamtkosten, was nachher schlussendlich entstehen für das Bauwerk. Sollte Bund und Land eine Förderung, wird diese Förderung einmal bezahlt oder immer Jahr für Jahr? Gibt es da irgendwelche Aussagen, Zusagen? Es ist mit 14% berechnet worden, dass unser Anteil ist. Ja. Das heißt also, 86% zahlt Land und Bund. Und, ja. Ob das jetzt so wie bei der Volksschule ist, dass es auf 10 Jahre bezahlt wird, wissen wir nicht. Das erfahren wir erst nach Zuteilung der Fördermittel. Das hat uns noch keiner sagen können. So vor Hause, ob das ist. Wenn wir es wählen, dann werden wir sofort natürlich dann rückführen. Aber ja, weil es für das Gemeinde Budget ist ja ziemlich, also ja. Ob man jetzt mal 4 Millionen abgezahlt oder ist klar, 15%, man auf 20 Jahre macht das. Ist klar, das sieht man ja ziemlich was aus. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Keine? Dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat mögliche Vergabe des ausgeschriebenen Darlehens Hochwasserschutz am Lieberbau Klosenbach inklusive Unterlösung mit einem maximalen Volumen von 4,447 Millionen, Laufzeit 20 Jahre an den Betriebsbieter Babel BSK hin, gemäß des vorliegenden Angebots vergeben. Der Abbruch des Darlehens soll nach Baufortschritt erfolgen. Der Aufschlag auf den 300-Euro-Gebäude in der Höhe von 0,83 wurde wie gefordert unabhängig der anderslaufenden Geschäftsbedingungen ausdrücklich für die gesamte Laufzeit von 20 Jahren garantiert. Voraussetzung für diese Bewilligung der Darlehensaufnahme ist in weiterer Folge die aufsichtsbehördliche Genehmigung durch das Amt der Steinmetz Standesregierung, Abteilung 7. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitte mal zeigen, wer das zustimmt. Danke. Genprobe. Gut, wir kommen zum Darlehensordnungspunkt 7b, Kauf eines Kommunalfahrzeugs, Bokimobil. Da darf ich uns am Raumseiter noch mal kurz bitten, dass er kurz erläutert, was mit heute passiert ist und wie das mit dem Neuen ausschaut. Bock ist, glaube ich, ein leidliches Problem für uns in der Gemeinde. Und zwar, der Bock hat von Grund auf immer wieder Probleme gehabt. Das heißt, wir haben auch in den letzten 10 Jahren relativ viel repariert. Und ich war von mir aus selber davon überzeugt, wir haben in das Gerät schon so viel reingesteckt, dass das eigentlich immer fast neu ist. Und die Absicht war, dass wir dieses Gerät jetzt im letzten Jahr, jetzt im Sommer, komplett zerlegen. Und eben durch die Salzsteuerung ist das Gerät derartig in Mitleidenschaft gezogen worden, weltmäßig, dass das einfach mit mir aus der Aufbauten einfach von uns aus saniert wird, neu oberlackiert und damit ist die Sache fertig und der Bocke soll dann in den nächsten 10 Jahren laufen. Das Ganze hat sich aber nicht so zugetragen, sondern der Bocke ist im Sommer, oder vor dem Sommer, habe ich das Problem gehabt, dass auf einmal ein Getriebeschaden sich angebahnt hat und dann haben wir gesagt, aus mit dem Ding. Also es ist wirklich, du hast alle Dinge einmal reparieren können und das ist immer, es war eine endlose Geschichte. Und gesagt, du, das hat gar keinen Sinn, bei dem Getriebeschaden hast du jetzt wieder 5.000 bis 7.000, 8.000 Euro zum Einstecken, also das ist das Ding immer wert. Also tauscht man ein. Jetzt haben wir ausverhandelt,
eingetauscht, der Preis ist fixiert worden. Und der ist nicht einmal gescheiter Vertrag unterschrieben worden. Fährt der beim Wirtschaftshof aus im Motor schon. Mit dem Motor schon wollte man dann selber schauen, wie man das Ding reparieren können. Das heißt, über Landbau, das ist eine Motorenwerkstätte, der hat von Haus aus gesagt, was weiß ich, du musst zwischen 7.000 und 10.000 Euro rechnen. Dasselbe hat der Berger hergebracht. Und jetzt haben wir dann zum Schluss, sind wir dann, nachdem wir selber nicht verkaufen haben können, so wie es geschaut ist, was ein Bastler kauft, haben wir einfach gesagt, das ist in Ordnung, bleibt nichts anderes übrig, zurücktauschen. Ich glaube, mit einem Preisabschlag 6.000 oder 7.000 Euro, man müsste jetzt reinschauen. Also, das haben wir dann abgeschlagen von dem Preis, also den unteren Preis von der Motorreparatur. Und damit hat die Sache dann wieder gegessen und so ist es zustande gekommen, die ganze Geschichte. Gut, danke. Gibt es Fragen? Keine? Bei uns, uns geht es ja, es wird immer wieder von dir prolongiert, dass es so gut geht. Und das ist jetzt das gleiche Thema wie beim Traktorkauf. Da geht jetzt auch so gut und der Gemeinde. Und jetzt müssen wir für 80.000 wieder einen Kredit aufnehmen. Da hat es jetzt bei meinem Hausverstand nicht ganz hin. Das sparen wir uns.